Hallo und willkommen zu meinem Let's Play von Legend of Grimrock. Ja, da freue ich mich jetzt schon richtig lange drauf. Und wir legen auch gleich einfach mal los. Also es ist absolut blind, ich habe es gerade vor 15 Minuten bei Steam gekauft und wir schauen jetzt einfach mal rein. Okay, man kann wohl später noch verschiedene Dungeons hier spielen. Schwierigkeitsgrad. Was gibt's denn noch? Es gibt noch schwer, also einfach, normal und schwer. Wir nehmen schwer. Damit es auch schwer ist, weil es gibt nichts Langweiligeres als ein Let's Play auf einfach oder normal. So. Man kann hier anscheinend mit einer vorgefertigten Party spielen, wenn man jetzt einfach Apply drücken würde. Wenn man hier drauf klickt, kann man seine eigene Gruppe erschaffen. Und ich will schon meine eigene Gruppe haben, auch wenn sie dann vielleicht nicht ganz optimal ist. Aber es hat eher so einen persönlichen Touch. Also, das sieht doch schon mal schick aus. Wir wollen haben einen Krieger, einen Dieb, einen Magier und einen Kleriker, wie in fast jedem anderen solchen Spiel. Krieger, was haben wir zur Auswahl? Mensch, Minotaurus, Ex-Mensch und Insektoide. Das ist ja mal interessant. Okay, gucken wir mal. Stärke, Beweglichkeit, Stamina und Willenskraft. Wir wollen für unseren Krieger natürlich möglichst viel Stärke und Vitality, nehme ich mal an. Also Stärke erhöht unsere Angriffskraft und wie viel wir tragen können. Beweglichkeit, unsere Zielgenauigkeit und Ausweichen. Also auch wichtig für einen Krieger. Und Vitality natürlich, möglichst viele Hitpoints. Und negative Effekte abzuwehren. Also sowas wie Benommenheit nehme ich mal an. Also ja, die drei müssen hoch sein. Insektoid hat 8, 11, 8. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. 10, 12, 10. Das macht zusammen 32. Hier haben wir 29, 35. Der ist schon mal besser. Und der Mensch ist halt ein Standarddurchschnitt. Also sind wir ein Minotaure. Und der heißt Gorn. So, dann erhöhen wir bei ihm. Also wir haben jetzt 10 Punkte zum Verteilen. Die setze ich bei ihm mal auf Dexterity, damit er auch zwischendurch mal was trifft mit seiner großen Zweihand-Axt oder was auch immer er später bekommt. Setzen wir mal auf 12, dann das noch hoch. Man kann leider das nicht weiter senken. Willenskraft. Dies beeinflusst die Menge an Energiepunkten, die man hat, beim ersten und jedem darauf folgenden Level. Energiepunkte nehme ich mal an, ist sowas wie Mana. Weiß ich jetzt nicht, ob das für Kämpferklassen auch in irgendeiner Form wichtig ist. Vielleicht gibt es ja sowas wie Special Moves. Nö, lassen wir mal. Er ist wirklich nur ein reiner Kämpfer. Also noch mehr in Stärke, damit wir auch richtig schön viel tragen können. Also er ist unser Zugtier. Ja, klasse natürlich Krieger. Skills gibt es hier auch noch. Athletik. Oh, wenn wir da Punkte reinsetzen, erhöhen sich unsere Stats. Das ist ja auch mal praktisch. Wir haben nur einen Skill zur Auswahl. Oh, das ist doof. Also Athletik, Rüstung, Äxte, Hiebwaffen, Schwerter und unbewaffnet. Na gut, was passt zu einem Minotaurus? Eine Axt. Also hat er jetzt Axt. Und hier haben wir noch Traits. Das sind sowas wie Talente. Aggressiv, mehr Angriffskraft, mehr Dexterity. Sind ja richtig schicke bei. 2 Punkte mehr Stärke. Den könnten wir ihn auf 20 Stärke bringen. Der kann dann wahrscheinlich 3-4 Plattenpanzer auf einmal tragen. So, Aura erhöht Mana, brauchen wir nicht. Resistenz gegen Kälte, Ausweichen. Resistenz gegen Feuer. Mehr Schaden im Nahkampf mit bloßen Händen. Es gibt hier eine Rassenfertigkeit, die nennt sich Kopfjäger. Für jeden Schädel, den man trägt, bekommt man 3 mehr Angriffskraft. Das nehme ich mal. Das ist unsere erste Fertigkeit mit ihm. Die zweite ist 15 Punkte mehr Lebenspunkte. Naja, so schon viel. Geben wir ihm mal 2 mehr Stärke. Ist er jetzt bei 20.
Das ist doch mal ein richtig schöner Kämpfercharakter. So. Dann haben wir jetzt einen Diebescharakter. Oder wollen wir zwei Krieger, ein Dieb, ein Magier? Nee, bei solchen Spielen ist es meistens recht gut, mehrere Zauberer zu haben. Also ja, nehmen wir einen Dieb. Da nehmen wir mal... Also für Diebe sind ja meistens, ist meistens Beweglichkeit wichtig. Da hat der Echsenmensch am meisten. Aber die sehen ziemlich komisch aus. Guck mal, was für Fertigkeiten sie haben. Die haben anscheinend keine Rassenfertigkeit. Das ist schade. Ups. Nö. Na gut, dann geben wir unserem Dieb auf jeden Fall schon mal Skill. Das heißt, er hat 3 mehr Skillpunkte. Die Skillpunkte hier oben. Unser Dieb kämpft mit einem Schwert. Und wir geben ihm mal... Was macht denn Rüstung? Rüstung macht nur mehr Schutz, richtig? Richtig. Also Rüstung noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Denn er wird auf keinen Fall so viele Lebenspunkte und Schutz haben wie unser Krieger. Das heißt, er muss es anderweitig kompensieren. Halt durch Skills, wie jetzt den Rüstungsskill. Und durch einen recht hohen Geschicklichkeitswert. Dadurch wird er halt seltener getroffen. Er wird öfters getroffen, hält dafür mehr aus. Also hoffe ich mal, dass die beiden einigermaßen ausbalanciert sind. So, dann geben wir noch ein paar mehr Lebenspunkte und 2 Punkte in Stärke, damit er auch ein bisschen mehr Schaden macht. Und allgemein habe ich gern Helden, die viel tragen können. Denn ich nehme so ziemlich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, wir haben immer noch 3 Punkte über. Dann packen wir die doch mal in Schwerter. So, und hier hat man jetzt gesehen, ich habe jetzt 4 Punkte in Schwerter gesetzt. Dadurch ist die erste Fähigkeit da unten in der Mitte freigeschaltet worden. Dadurch hat er 1 Punkt mehr in Stärke bekommen. So hat halt jeder Skill besondere Level. Hier ist das Level 4 und 7. Und wenn man die erreicht, werden noch andere Boni freigeschaltet. Das sieht ja recht interessant aus. So, aber er soll kein Kämpfer sein, sondern ein Dieb. Oh, der hat gleich ganz andere Skills. Oh, schön, schön. Denn kriegt er... Ausweichen klingt gut. 2 Punkte. Assassination. Das ist so eine Art hinterhältiger Angriff anscheinend. Ab Level 8 kriegt er Backstabbing. Doppelten Schaden, wenn man den Gegner von hinten angreift. Ja, aber 8 Skills, das wird eine ganze Weile dauern. Geben wir ihm erstmal Schusswaffen. So, hat er auch gleich 1 Punkt mehr in Geschicklichkeit bekommen. Und wir haben noch ein Trade, also ein Talent zum Verteilen. Da nehmen wir mal... noch mehr Geschicklichkeit. Ja, er ist eigentlich schon recht geschickt. Ich glaube, wir sollten ihm lieber ein bisschen mehr Lebenspunkte geben. Das wäre dann tough. 15 Lebenspunkte mehr. Und er heißt... Irgendwas mit vielen S-Lauten. S-Sah? Nein, Shima. So, das ist jetzt unser Dieb. Also wir haben unseren Gorn. Wie sehen eigentlich die anderen aus? Nicht so dolle. Der ist schon okay. Also wir haben unseren Krieger. Wir haben unseren Dieb. Und jetzt kommt unser Magier Nummer 1. Der ist... Insektoid. Wir können ja mal eine reine Gruppe machen, die nicht aus Menschen besteht. Also normalerweise spiele ich fast nur Menschen. Aber hier können wir mal was anderes machen. Also Insektoider Magier Nummer 1 heißt Klicknack. Hihi. So. Er braucht wahrscheinlich fast nur Willpower, aber wir geben ihm noch ein paar Punkte in Vitality, damit er nicht sofort umfällt, falls man Flächenschaden kommt. Und den Rest in Willenskraft. So, was haben Zauberer für Fähigkeiten? Sie haben Luftmagie, Erdmagie, Feuermagie, Eismagie, Spellcraft. So eine Art Zauberkunde. Diesen Skill zu erhöhen, ermöglicht es dir,
mehr Zauber zu sprechen, bevor deine Reserven leer sind. Das klingt doch schon mal recht passend. 2 Punkte rein. Kriegt er auch gleich 1 Willpower mehr. Und Staff Defense, also Stabkampfverteidigung. Nee, die packe ich eh in die hintere Reihe, wenn es denn hier sowas wie Reihen gibt, wovon ich irgendwie ausgehe. Dann dürfte er eh nicht getroffen werden. Und bei ihm packen wir mal Punkte in Luft. Denn ist unser erster Magier Luft- und Erdmagie und unser zweiter Magier Feuer- und Eismagie. So, Insektoiden haben eine Rassenfertigkeit, die nennt sich natürliche Rüstung. Nö, habe ich nicht so wirklich Interesse dran. Wie gesagt, die sollen eigentlich nicht getroffen werden. Also geben wir ihm mehr Mana. Ne, ich gebe ihm auch Lebenspunkte. Dann hat er für einen Magier schon recht viele. Also er hat 65, er 72. Dann ist der Unterschied nicht ganz so groß zwischen den Kämpfern und den Magiern hinten. Weil da wir ja auf hart spielen, denke ich mal, wird es auch schon ziemlich hart. Und da kann es nicht schaden, den ein bisschen mehr Lebenspunkte zu geben. So, das zweite Talent nehmen wir mal. Energie könnten wir noch erhöhen. Oder mehr Skillpunkte. Lieber mehr Energie. 1-2 Feuerbälle mehr, während wir rückwärts weglaufen. Kommt schon gut. So, jetzt haben wir unseren Magier Nummer 2. Der ist ebenfalls Insektoid. Und der hier. So, Magier. Wir erhöhen auch da wieder die Vitality. Restlichen Punkte in Willenskraft. Er soll Feuer und Eis können. Und als Fähigkeit bekommt er auch Tough, dass er mehr Lebenspunkte hat. Und auch mehr Energie. Und er heißt jetzt nicht Klicknack, sondern er heißt... Boah... Probieren wir mal den Namensgenerator aus. Borwin. Borwin, der insektoide Magier. Nee, das passt nicht. Kebor. Barak? Nein, du siehst mir nicht wie ein Präsident aus. Gimda, Borzan. Gorza, Gandalf. Nee, also der Namensgenerator ist wohl echt rassenunabhängig. Den denke ich mir auch mal irgendwas aus. Schick. Oh. Schick. Schickna. Schickna. Also wir haben Gorn, wir haben Shima, Klicknack und Schickna. Und jetzt will ich das Spiel sehen.